Kardinal Ludwig Müller, ein Verfechter des katholischen Glaubens, mit einer Kampfansage an die Weltsynode, an der er selbst teilnehmen wird. Herzlich willkommen bei Katplosiv, liebe Zuschauer. Die Catholic News Agency berichtet, Kardinal Müller will sich bei der Weltsynode im Oktober für theologische Klarheit einsetzen. Vor der im Oktober beginnenden Versammlung der Weltsynode zur Synodalität hat Kardinal Gerhard Müller betont, er setze sich für theologische Klarheit ein, damit eine um Christus versammelte Kirche nicht zu einem politischen Tanz um das goldene Kalb des agnostischen Zeitgeistes wird. So Kardinal Müller. Müller ist der ehemalige Präfekt der Glaubenskongregation und war zuvor Bischof von Regensburg sowie Professor für Dogmatik. Zitat: Eine Kirche, die nicht an Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, glaubt, ist nicht mehr die Kirche Jesu Christi, unterstrich Müller im Interview mit Info Vatikan am Dienstag. Er sagte, jeder Teilnehmer sollte zunächst das erste Kapitel von Lumen Gentium studieren, in dem es um das Geheimnis der Kirche im Heilsplan des dreieinigen Gottes geht. Die Kirche ist nicht der Spielplatz der Ideologen, des gottlosen Humanismus oder der Strategen, der verhinderten Parteitage. Zitat Ende. Der universale Heilswille Gottes, der sich in Christus, dem einzigen Mittler zwischen Gott und Mensch, historisch und eschatologisch verwirklicht hat, ist das Zukunftsprogramm seiner Kirche und nicht der große Reset der atheistisch-globalistischen Elite von Milliardärsbankern, die ihre rücksichtslose persönliche Bereicherung hinter der Maske der Philanthropie verstecken, sagte Müller. Kardinal Müller hat erkannt, dass diese Synode nur eine politische Versammlung ist, um das goldene Kalb des agnostischen Zeitgeistes zu tanzen. Aber er will es mit seiner klaren theologischen Linie verhindern. Er hat auch erkannt, dass diese Synode und die Zerstörung der Kirche nur den globalistischen Eliten etwas nützt. Nur ihnen, diesen Geheimgesellschaften, liegt etwas daran, den katholischen Glauben und die katholische Kirche zu zerstören. Das hat Kardinal Müller erkannt und er stellt sich offen dagegen und nennt das Kind beim Namen. Denn die Kirche hat den Herrn Jesus Christus im Zentrum und nicht irgendeine politische Agenda, so wie es heute leider gang und gäbe ist. Dass die Sitzungen der Weltsynode unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden sollen, sieht er kritisch. Zitat: Ich weiß nicht, welche Absicht hinter dieser Maßnahme steckt, aber 450 Teilnehmer werden die Dinge sicherlich nicht unter Verschluss halten. Viele werden Journalisten zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzen oder umgekehrt. Das ist die große Stunde der Manipulation, der Propaganda für eine Agenda, die der Kirche mehr schadet als nützt, sagt Kardinal Müller. Kardinal Müller mit ganz scharfen, klaren und wahren Worten. Diese Synode unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist eine reine Propagandaveranstaltung. Und da sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, kann man auch nicht von außen nachprüfen, was wahr sein wird und was nicht, was in den Medien durchsickern wird. Denn die Journalisten werden die Teilnehmer zu ihrem Vorteil ausnutzen und die Teilnehmer, welche in der Regel liberale, progressistische Antikatholiken sind, werden die Journalisten für ihre Vorteile ausnutzen. Und das hat Kardinal Müller erkannt. Und er nennt es hier beim Namen. Zitat: Die Menschen verwechseln, was angesichts der fehlenden theologischen Grundausbildung selbst unter Bischöf nicht verwunderlich ist, den Inhalt des Glaubens und seine unübertreffliche Fülle in Christus mit der fortschreitenden theologischen Reflexion und dem Wachstum des kirchlichen Glaubensbewusstseins durch die kirchliche Tradition, beklagte der Kardinal. Die Unfehlbarkeit des Lehramtes erstreckt sich nur
auf die Bewahrung und treue Auslegung des Glaubensgeheimnisses, das der Kirche ein für allemal anvertraut wurde, sagte Kardinal Müller. Der ehemalige Präfekt der Glaubenskongregation äußerte sich auch zu den in der Medienöffentlichkeit sowie von verschiedenen Persönlichkeiten immer wieder angesprochenen Themen wie dem Zölibat. Die priesterliche Ehelosigkeit optional zu machen, sei aus dogmatischer Sicht zwar möglich, räumte Müller ein, aber den lärmenden Agitatoren geht es selten um die Heilsanliegen priesterloser Gemeinschaften, sondern vielmehr darum, diesen evangelischen Rat anzugreifen, den sie in einem sexuell aufgeklärten Zeitalter für anachronistisch oder gar unmenschlich halten. Kardinal Müller betont, dass die Unfehlbarkeit des Lehramtes darin besteht, die apostolische Überlieferung, den Glauben der Kirche heilig zu bewahren und treu auszulegen, wie es schon das erste Vatikanische Konzil sagt. Er betont auch den immer wiederkehrenden Angriff der Modernisten auf den Zölibat. Denn dies hat nicht irgendwie einen Heilswillen, sondern der Zölibat steht ihrer sexuellen Auffassung einfach im Weg. Das ist der Grund. Mit Blick auf dogmatische Änderungen gelte, Zitat, die formale Autorität des Papstes ist nicht zu trennen von der inhaltlichen Verbindung mit der Heiligen Schrift, der apostolischen Tradition und den dogmatischen Entscheidungen des Lehramtes, die ihm vorausgegangen sind. Andernfalls würde er sich, wie Luther das Papsttum missverstanden hat, an die Stelle Gottes setzen, der alleinige Urheber seiner geoffenbarten Wahrheit ist. Statt einfach in der Autorität Christi den geoffenbarten Glauben unverkürzt und unverfälscht zu bezeugen und der Kirche authentisch zu präsentieren. In einer solchen extremen Situation, aus der Gott uns retten kann, hätte jeder kirchliche Beamte seine Autorität verloren und kein Katholik ist mehr verpflichtet, einem heretischen oder schismatischen Bischof religiösen Gehorsam zu leisten, betonte Müller. Diese Worte von Kardinal Müller lassen mich aufhorchen. Möchte er uns hier indirekt sagen, dass einige Bischöfe heutiger Zeit Heretiker sind und man ihnen nicht mehr nachfolgen müsse? Hat er nicht direkt so gesagt, aber man könnte es daraus verstehen. Schreibt in die Kommentare, liebe Zuschauer, wie ihr diese Worte von Kardinal Müller deutet. Rückblickend auf den Weltjugendtag in Portugal sagte der Kardinal, Zitat, viele junge Menschen kehrten enttäuscht aus Lissabon zurück, weil nicht mehr das Heil in Christus, sondern eine weltliche Heilslehre im Mittelpunkt stand. Offenbar gibt es sogar Bischöfe, die nicht mehr an Gott als Ursprung und Ende des Menschen und Erlöser der Welt glauben, sondern in pannaturalistischer und pantheistischer Weise die sogenannte Mutter Erde als Anfang der Existenz und Klimaneutralität als Ziel des Planeten Erde betrachten, so Kardinal Müller. Kardinal Müller, in diesem Artikel verweist er immer wieder auf Christus, unseren Retter und Erlöser. Etwas, was man in der neumodernen, modernistischen Kirche heutiger Zeit selten hört. Betet bitte für Kardinal Müller, dass er sich einsetzt bei der heretischen Weltsynode, um dort ein klares Zeichen zu setzen. Er bedauert den Glaubensabfall im Klerus. Das kann man ganz klar aus seinen Worten entnehmen. Und er verweist auch auf den Weltjugendtag, dass viele dort enttäuscht waren. Ich habe genügend über die Sakrilegien und Häresien auf dem Weltjugendtag berichtet. Das brauchen wir jetzt gar nicht mehr zu vertiefen, dieses Thema. Aber wenn da jetzt jemand hingegangen ist, aus gutem Glauben und mit gutem Gewissen, mit einer gewissen Freude im Herrn, natürlich wurde er enttäuscht, wenn er dort auf dieser weltlichen Party all die Sakrilegien beobachtet hat, die dort zweifelsohne geschahen. Es ist ermutigend, dass es noch so jemand wie Kardinal Müller gibt,
der sich den Heretikern und den vom freimaurerischen Geist verpesteten Klerus in den Weg stellt und ihnen auch zeigt: Ich weiß um die Situation der Kirche, ich weiß, was in euch vorgeht und ich sage den Leuten die Wahrheit über euch. Das ist Kardinal Müller. Betet für Kardinal Müller, betet für die Einheit der Kirche, betet auch für Papst Franziskus. Beten wir, dass diese Weltsynode keinen zu großen und am besten gar keinen Schaden anrichtet. Die Kirche wird gebeutelt von den Mächten der Finsternis. Wir leiden alle darunter. Doch die Pforten der Hölle werden die Kirche nicht überwältigen. Das hat uns der Herr Jesus Christus versprochen. Von daher haltet fest am heiligen katholischen Glauben. Geht zur heiligen Messe, geht zur Beichte, empfangt würdig die heilige Kommunion. Gottes Segen wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal.